Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Fragdau und ich bin in Death Ray Manta, also Future of Video Games. Beziehungsweise Future of Video Games, Death Ray Manta. Das ist ein stationärer Arcade 2D-Shooter, wie man das so jetzt bezeichnen will, der mir persönlich, was ihr jetzt gleich sehen werdet, auf Dauer wahrscheinlich einen epileptischen Anfall bescheren würde. Das Ganze ist natürlich inspiriert von hier so Lasershows in Diskotheken und sowas. Und das im Prinzip, man ist halt das Ding in der Mitte und man bollert los, ja, auf alles, was da auf einen zufliegt. Und da kann auch Kristalle zerstören, es gibt halt extra Punkte und man muss halt einfach überleben von einer Runde zur nächsten. Und muss halt immer alles kaputt schießen. Ich kann das auf Dauer ehrlich gesagt nicht so wirklich spielen. Oh Mann. Kommt es aber auch wirklich. Also ähnlich wie bei den normalen, wenn man hier mit so einem Raumschiff von links nach rechts fliegt, also bei diesen Spielhallen-Klassikern, kriegt man halt bessere Munition und kann deshalb mehr vernichten auf einmal. Also ich spiele das über Steam, das hat man glaube ich aber am Anfang rechts unten auch gesehen, die Community, das war in so einem Game Maker Bundle Gedöns drin. Das hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht, das ist nicht mein Genre. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin zu alt für so ein Spiel. Also ich finde das jetzt gerade eben mal ganz witzig von Musik und von der Aufmachung, von den Lichteffekten. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Samstagnacht heimgekommen wäre, hätte zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen lieblichen Dornfelder vorher getrunken, würde mich jetzt an den PC hocken, wollte das Video machen. Ich glaube, ich würde mir auf die Tastatur reihen. Dafür bin ich vielleicht einfach zu alt. Aber ich glaube, wer sowas mag, also so extrem bling, 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 bum, bum, der kann daran echt Spaß haben. Also geil gemacht ist das schon, gell? Relativ sehr einfaches Spielprinzip einfach eigentlich, aber durch diese Lichteffekte und durch das ganze Aufmachung ist das schon halt, boah Mann, ich hab Kopfschmerzen. Also nicht wirklich, aber ich glaube, wenn ich das länger spielen würde, würde ich schon einen Brummschädel davon bekommen. Da kriegt man ja eine Synapsenüberladung hier in den Augen. Aber es ist schon witzig. Es ist echt nicht einfach. Die kommen ja... Wow, das war's. Okay, ich bin im Eimer. Egal. Also, das ist es halt, ja. Und Death Ray Manta. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.